Tag auch und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Das ist die Lara, ich bin der Player 1 und wir gehen jetzt durch diese Höhle. Wir wollen nämlich zurück zum Boot, wo die anderen sind, und mit dem Boot wollen wir dann in den Palast. So ist der Plan. Und da sind wir schon aus der Höhle raus. Die war ja riesig. Und wir sind wieder in der Barackenstadt. Ich breche ins Essen. Hin müssen wir nach da ganz hin. Das heißt, wir müssen definitiv durch die komplette Barackenstadt. Und das ist nur der Förderturm. Wir müssen also noch weiter. Da geht's aber runter. Mal gucken, was wir da finden. Bist du da, Lara? Alex, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Ich kann wieder nur laufen. Pass auf dich auf. Einfach runter. Finden Sie einen Weg runter zum Strand. Das hört sich doch erstmal gut an. Ich sehe noch keine Leute. Klettern wir doch mal hier rüber. Dann können wir das Teil da benutzen. Um zum Strand runterzukommen. Da sollten wir aber eins nehmen, wo wir draufpassen. Hallo? Und Kadusch. Nice. Trau dem ja nicht. Lara, bist du da? Alex hat Nebel. Gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren. Aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, genau. Sei vorsichtig. So. Warum ist denn hier auf einmal so nebelig? Okay. Hallo? Ach, hier geht's weiter. Schön. Hatte ich nicht gesagt, ich traue dem Ganzen nicht? Ja. Müssen weiter in die Richtung. Denn hier einen Weg runter? Ich habe ja mal spontan kein... Da muss ich hin. Das ist ja optisch schön, nur. Ah, ich kann hier hochklettern. Gucken wir doch mal, ist das da drüben ein Schiff? Okay. Oh, Musik.
Da wird ja ganz dingeli-dangeli. Es ist zu ruhig. Mein Reden. Gut, ich brauche gar nichts machen. Das lohnt sich ja. Cool. Okay. Quicktime Events. Vielleicht warten, bis ein Zeichen kommt. Ah.
Okay. Warum war das jetzt nicht richtig? Who knows? I don't know. Springen vielleicht. Weiter aus. Ah. Verstehe. Okay. Ja, das ist nämlich das erste Mal, dass ich über Quicktime-Events meckere. Aber es macht halt für mich wenig Sinn, dass man eine bestimmte Taste zu einem bestimmten Zeitpunkt muss. Vor allen Dingen seltsamerweise ein, wo die nicht auf Gegner getroffen sind. Zumindest haben sie nichts davon gesagt. Okay, da unten ist der Schiffswrack. Da müssen wir hin. Dann machen wir das nochmal. So ein bisschen. Hier mal Lagerfeuer, da gehen wir erstmal hin. Gucken wir mal, ob wir was aufrüsten können. Ein Fähigkeitspunkt. Sehr schön. Ich möchte bitte besser kämpfen können. Was haben wir denn da? Geht noch nicht. Erfahrener Mörder. Das hört sich ja gut an. Ja, und wenn man den Hintergrund hört, Oil, versuchen wir da den Motor anzumachen. Und in der nächsten Folge gucken wir uns an, was da los ist. Ich bin euer Player 1, man sieht sich.